Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute mit dem neuesten Update von Bethesda. Und jetzt komm doch mal her! Los mit dir! An euch verschwende ich keine Munition! Seit wann tauchen hier Supermutanten auf? Auch ein Büppel. Aber hat nicht einer von euch mit Raketen rumgeschossen? Das ist wahrscheinlich der hinter mir. So. Zu dir, mein Freund. So, ich kann gleich ein bisschen erklären, was ich so alles gemacht habe. Aber erstmal muss der weg hier. Da. Der blockt einfach. Ich kann auch blocken. Oder? Ja. Macht aber nicht. Also. Es ist ein ganz, ganz großer Patch rausgekommen von ungefähr 13 GB. Und ja, es gibt einiges Neues zu entdecken. Es gibt auch wieder was umsonst. Das werden wir jetzt mal ganz kurz holen. Das habe ich jetzt aufgespart. Oh, die Punkte von den Spielern sind größer geworden. Hm. Wie denn? Man sieht die Tragekapazität jetzt hier. Das ist auch nicht schlecht. Aber ansonsten, an der Karte hat sich sonst nicht viel verändert, außer dass halt die Spieler jetzt größer geworden sind. Ach, Challenges. Die sind auch neu. Verfolge Challenges und schließe sie ab, um Belohnung zu erhalten. Aber es gibt hier auf jeden Fall was umsonst und das ist hier das Partyplakat. Kann das sein, dass der Sound lauter geworden ist? Ich weiß es nicht. Oder meine Kopfhörer habe ich einfach nur lauter gestellt. So, was haben wir denn da? Ah, so funktioniert das Ganze. Wöchentlich 055, okay. Ja, cool. Okay, hier ist noch einiges Neues dazugekommen, was irgendwie auf Englisch ist. Das haben die noch nicht gesmashed. Complete Event, aha, 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 okay. Ja. Neue Challenges rausgekommen. Nice. Ich habe mich jetzt von dem Inhalt, was jetzt im Update kommt, extra nicht informiert. Einfach nur, damit ich mich überraschen lassen möchte, weil es bringt nichts, sich da zu informieren, weißt du, dann weißt du halt alles. So, ich habe auf jeden Fall meine Kisten durchsucht und habe mir jetzt ein bisschen, ja, neue Waffen rausgesucht, wie ihr seht. Ich trage jetzt quasi die 10 mm mit mir und den Superhammer, damit ich nicht so viel Munition verschwenden muss. Und ich habe hier noch ein Sturmgewehr. Ach, das habe ich eingesammelt. Naja, das ist das Neueste, was ich gerade momentan dabei habe. Ich habe auch ein Level-Up gemacht, indem ich ja, Events gemacht habe. Gestern hatte ich übrigens einen Stromausfall, weswegen nichts kam. Also nicht wundern. Ja, warum das Ganze? Wir haben halt ein paar Punkte in Stärke und deswegen dachte ich, komm, super Hammer. Eine gute Aktion. Außerdem kriegen wir ja noch durch unsere Schuhe, die wir bald tragen, auch nochmal Stärke. Und wir gucken mal, was haben wir denn hier so schön? Ist irgendwas Neues? Nö. Bei Perception irgendwas Neues? Ja, beim Werfen von Wurfwaffen wird ein leuchtender Bogen angezeigt. Ach, das ist cool. Deine Gewehre haben bei Verwendung des Visiers 10% mehr Reichweite und Präzision. Hm, das brauche ich auch nicht. Irgendwas wollten wir machen, ne? Hm, extra Wurst. Das sieht brutal aus. Irgendwas wollten wir machen. Hm. Deine Gewehre ignorieren 12% Rüstung, es besteht eine Chance von 3% Gegner zum Taumel zu bringen. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber eine Sache, ich wollte irgendeine Sache machen. Ich weiß aber nicht mehr was. Jeder Stärkepunkt fügt plus 2 Schadensresistenz, maximal 40 hinzu, keine Powerrüstung. Na gut, dann brauche ich das auch nicht. Was haben wir denn hier so Schönes? Tragekapazität. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen wollten. Irgendwas wollte ich machen. Irgendwas wollte ich machen. Irgendwas, was mir... Oh? Querschläger. Du erhältst deine Chance, um 6% einen Teil des Fernschadens auf den Angreifer zurückzuwerfen. Okay. Hm. Irgendwas, was uns extra noch Damage gegeben hat. Oder haben wir das schon gemacht? Deine Gewehreangriffe haben eine Chance von 5% auf Verkrüppelung. Ja gut. Uah, nein, das will ich nicht.
Charisma war das, ne? Ja, irgendwas war hier. Wenn du alleine unterwegs bist, erleidest du 10% weniger Schaden und hältst 10%. Okay. Gehen wir darauf. So. Hä, ja, wieso hat das 2 Punkte? Wir hören hier einfach mal den Rang. Ich weiß nicht, was denn mir das bringen soll, aber gut. Wir erleiden jetzt weniger Schaden, das ist schon mal ganz gut. Okay. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Wir müssen momentan den Standort von Defiance finden. Ich wollte noch eine Sache machen. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte gucken, ob mittlerweile das hier sich erhöht hat. Ja, das Budget hat sich erhöht. Nice. Genau. Oh, das ist schön. Oder? Nee. Ach, wir haben ja das da oben abgebaut. Ja, gut. Ja, passiert. Ja, gut. Der Rest wird mir schon einfallen, wenn es losgeht. Also von daher mache ich mir jetzt mal keinen Stress. Jetzt habe ich einen Ort markiert. Kacke. So. Genau, das Ding hat ja hierhin gezeigt, wir mussten aber hier irgendwo hin. Irgendwie daneben. Ach, da. Ja, gehen wir zur Raststätte hier. 46. Ach, jetzt weiß ich's wieder. Jetzt weiß ich, was ich unbedingt machen wollte. Ich wollte gucken, ob wir uns schon die Stärke-Boots kaufen können oder bauen können. Hey, es ist egal. Wir sind Stufe 38, ich habe ein Level gemacht. Ich habe 2 Events gemacht, also da habe ich auch nichts Großartiges rausbekommen. Die Sachen, die ich jetzt mit mir schleppe, die 10 mm unter Hammer, das war das, was wir bereits schon hatten. Aber so kann ich halt Kleinvieh einfach fertig machen. Und vielleicht werden wir dann auch irgendwann nochmal auf schleichenden Schaden gehen. Ja, das spart schon einiges. Das spart schon einiges. Jetzt wird's dunkel. Oh. Moment. Wir können nachgucken. Ich wollte nicht bauen. Nein, abbrechen. Zum Modden wechseln da. Die Beine. Torso, rechter Arm, linkes Bein da. Verringert die Aktionspunkte beim Sprinten. Hä? Rechtes Bein? Hatte ich nicht irgendwas von wegen Stärke bekommen? Ach Junge! Hatten wir. Wir hatten noch ein Stärke-Ding ins Kirchens. Hätte ich schwören können. Verarsche ich mich jetzt gerade selber? Hab ich das geträumt? Oder muss man die herstellen? Moment. Nee. Wann das? Markierung, Helmlampe, ja, ist klar. Jetzt schwören könnte, dass das von den Beinen war. Hä? War das nicht bei den Beinen? Ah, okay. Beim Torso. Ich schwören könnte, das wären die Beine gewesen, aber egal. Federung brauchen wir. Na gut. Weiß ich Bescheid. Waren das nicht die Beine? Hier war's. Naja. Ach, der hatte mich bestimmt zum Tunnel geführt. Ah, verstehe. Wieso sind die eigentlich schon wieder tot? Überall, wo ich hinkomme, sind Tote. Seltsam. Was ist das für ein Geräusch?
Ist da irgendjemand? Ich habe keine Ahnung. Lass uns mal das Häuschen hier angucken, wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. Ein Baumhaus. So kann man sowas nicht selber bauen. Okay, Kleiner, komm her. Oh Gott, es ist noch mehr. Die töten mich. Was diese kleinen Viecher. Das sind hör ich Flügel? Ach du Scheiße. Oh, es wird ja immer besser hier. Lass mich bitte. Bitte nein. Ich will. Nein, lass mich doch nicht. Lass mich doch die Leiche angucken. Okay, wir retten uns in den Baum hier. Du bist an Fäule erkrankt, geil. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Och Mann. Warum sind die zu zweit? Voll im Garten zu werden. Geil. Hat sich ja voll gelohnt, herzukommen. Oh Mann, jetzt reicht's hier aber mit euch. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Nein, ich laufe direkt auf Insekten zu. Gehen wir in das Haus. Komm, da sind wir eventuell in Sicherheit. Oh. Okay, ich glaube, die Viecher folgen uns nicht mehr. Wo kamen die denn jetzt schon wieder her? Ah nein, die sind immer noch da. Okay, okay, alles gut. Ignoriere mich. Eilsalbe. Oh, die kann ich jetzt gerade gut gebrauchen. Okay. Ich dachte, die halt meine Fäule. Hau ab. Oh, hier ist ja offen. Okay, pass auf. Ich weiß zwar nicht, was die für ein Problem haben, aber ich versuche zumindest irgendwie ein bisschen Schaden zu machen. Es ist auch nur einer. Nein, ich höre zwei. Wie soll ich die denn hier treffen? Ah, Level 50, krank. Kein Problem, ich habe die Zeit nachzuladen. Hättest du nicht vorher machen können, ne? Oh, Gefahr. Was wollt ihr denn alle von mir, Mann? Ich will doch einfach nur in Ruhe testen. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Was ist denn hier los? Warum jagen mich alle? Ist das, weil ich den Spieler letzte Folge fertig gemacht habe? Gott. Geht doch einfach weg. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Oh Mann. Hilfe. Ich glaube, die wissen, wo ich bin. Oh, jetzt muss ich hier rausrennen. Danke, ihr Säcke.
Okay, laufen wir zu der Hütte da hinten hin. Das kann doch nicht sein. Wenn ich mich ein bisschen verstecken kann, kann ich die auch fertig machen. Das kann. Da ist noch eine dritte. Lass mich doch einfach in Ruhe. Lass mich jetzt in Ruhe. Ja. Ich glaube, wir sind frei. Ich habe ein Erdbeben gehört. Okay, da hinten ist noch so ein Sack. Aber wir müssen da hinten hin. Wo bin ich denn hingelaufen? Na, durchsuchen wir die Vorräte, komm. Da ist drauf. Ich Level. Ja, nee, ist okay. Nee, ja. Albino-Mischling, das ist aber noch besser als gar nichts. Zugekettet. Ja! Woo. Zugekettet. Geil! Lass mich doch wenigstens irgendwo rein. Zugekettet! Was ist denn los hier? Meine Fresse! Oh, 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 oh. Oh Gott, es wird ja immer schlimmer. Oh Gott, verzieht euch. Oh Gott, die Tür ist sehr offen. Oh, vielleicht sollte ich mich öfters umsehen. Was ist denn... Scheiße, Mann. Boah, ich hab hier richtig Probleme. Das ist eine echt chaotische Folge, sorry. Ich versuch doch nur wegzukommen. Oh. Moorschatzkarte 03. Armbrustbolzen. Armbrust. Okay, wir haben die Moorschatzkarte bekommen. Ich hoffe einfach mal, dass die Supermutanten die Bestien so stark schädigen, dass ich sie abschießen kann. Okay, versuchen wir das Ganze jetzt mal taktisch. Oh, ich habe Erfahrung bekommen. Ah, hier ist ja offen! So ist die weiß. Egal. War vielleicht eine freundliche. Da sind vielleicht zu viele hier in der Nähe. Oh, cool. Die wissen nicht, wo ich bin. Vielleicht fliegen die auch einfach weg. Du hast ja gar nichts verloren an Leben. Was sind das denn für Supermutanten, die nichts drauf haben? Aber ich glaube, sie fliegt jetzt weg. Oder auch nicht. Okay, ich versuche mal einen Schuss draufzusetzen. Jetzt gucken, wie viel Schaden ich mache. Okay. Und noch wissen die nicht, wo ich bin. Ich kann dieses Haus taktisch nutzen.
Wie zur Hölle trifft mich das denn hier? Okay, wir müssen weiter runter. Selbst hier bin ich nicht sicher. Gefahr. Wodurch? Mich hat doch nicht mal einer gesehen. Machen wir jetzt mal ein bisschen Musik an hier. Okay, es macht mir hier keinen Schaden anscheinend. Oder ist es wegen der Powerrüstung? Was, sie fliegen weg? Es trifft mich trotzdem, ich fasse es nicht. Was soll ich denn dagegen tun? Hey, ich zieh mein Ding durch. Ich gebe einen Scheiß drauf. Ah, wird es hier halt ein bisschen grüner. Ja, ist doch auch schön. Irgendwann wird er mich vergessen. Hey, Milo. Es tut mir leid. Ich verschwinde hier. Ich weiß. Wo zur Hölle willst du hin? Ich weiß es nicht. Aber hier kann ich nicht bleiben. Wir haben uns hier etwas Gutes aufgebaut. Ich habe sogar durchgehalten, als es schlimm wurde und wir unser Menü auf Hausmannskost umstellen mussten. Irgendwie hat es funktioniert. Aber nachdem die Bomben fielen und alles zum Teufel ging... Ich weiß, das klingt schrecklich, aber... Ich bin einfach keiner für die Armenküche. Also... Ja, mach's gut. Bitte hasst mich nicht. Titan? Was? Wieso habe ich da was bekommen? Wieso stand der hier an der Wand? Der wollte wahrscheinlich raus. Kann mich das auch irgendwo nicht treffen? Was will der überhaupt von mir? Das hört sich tief an. Okay. Eine Sache ist hier aber irgendwo noch. Automat für medizinische Geräte. Ah, cool. Ich könnte mir Stims kaufen. Aber ich kann auch bestimmt hier Sachen auch verkaufen, ne? Ne. Ja, ich fühle mich ein bisschen von der Brandpest hier gemobbt. Ich weiß nicht, was die von mir will. Ist das auch so eine Art Racheaktion? Ich weiß es nicht. Aber wir holen uns einfach mal das letzte Ding. Jetzt kommt ja auch noch ein Hubschrauber. Ihr wollt mich ja wohl verarschen. Ein Hubschrauber will wenigstens die Brandbestie fertig machen. Hm. Das ist nicht gut. Ich glaube, die Brandbestie ist weg. Ja. In Sicherheit. Ah, die kämpfen jetzt. Nice. Oh, das gefällt mir. Lass mich dahin. Was? Hey! Macht der überhaupt irgendwas? Oh nein, die fliegen durch. Und dann bin ich wieder das Ziel. Aber wieso komme ich hier nicht durch? Was ist denn das heute? Oh, da ist etwas abgestürzt. Ah, oh, leider. Okay, was war das denn für ein Move? Es geht mit den Leuten eigentlich ab, sag mal. Ey, ach, das wollte ich nicht. Wieder. Sammle Kronkorken 10.
Okay, das scheint eine schwere Challenge gewesen zu sein. Sammle Kronkorken 25. Also, was sind das für Challenges? Nimm dies! Jetzt hängen die da zu dritt ab. Aber der ist weiß. Wenn die anderen rot sind. Und ich nicht treffen kann. Ich will doch einfach nur was trinken. Okay. Ich will die Weiße nicht anzünden, soll ich schon anschießen. Will ich überhaupt irgendjemanden anschießen? Ich glaube, wir schleichen uns hier einfach weg. Ich weiß nicht, ob sie nach mir suchen. Oder ob sie generell hier in dieser Umgebung gerne rumfliegen. Aber ich nehme die Tartus an mich. Könnt mich nicht sehen. In eine Vogelscheuche. Wilder Mais. Hey. Die Gute. Und wieso haben die alle schon wieder so volles Leben? Egal, wir schleichen uns hier einfach weg. Und wieso leuchtet die mehr als die anderen? Psst. Oh Gott, ich habe keine Rüstung an. Ihr wisst doch nicht, wo ich bin. Als Maulmann. Wo bin ich? Nicht sterben, Zero, nicht sterben. Einfach laufen. Einfach laufen. Was wollen die von mir? Warum verfolgen die mich? Habe ich keine Ausdauer mehr? Ja gut, dann schleichen wir mal. Das macht viel Schaden, sehr schön. Ich glaube, da ist einer gelandet. Eines Tages one-hitte ich euch, Alter. Oh, und dann werde ich lachen und auf eurem Grabe tanzen. Aber jetzt laufe ich noch. Weißt du, ich glaube, ich habe auch nichts. Vielleicht panzerbrechend? Hilft das gegen dich? Ich kann dich nicht mal treffen. Hallo? Okay, hier scheinen recht billige Gegner zu sein. Was stimmt mit der Brandbestie nicht? Die sieht auch anders aus als die anderen. Und die hackt. Auf zu hacken! Ich treffe die nicht, ne? Okay, das macht Schaden. Sehr schön. Mehr will ich doch nicht. Dann gehen wir jetzt in die Hütte. Und dann baller ich das Viech so lange ab, bis es tot ist.
Es reicht mir mit dir, Kollege. Der landet, oder? Ja, fliehe! Feigling! Habe ich auch noch irgendwas Härteres? Ich glaube, ich habe nichts Härteres. Ich habe die Waffe noch, aber ich glaube, die bringt es nicht so wirklich. Vor allem, wenn sie nicht nachgeladen ist. Ist bei mir irgendeine Waffe nachgeladen? Wie kann mich das in einem Haus treffen? Nee, das macht gar nichts. Wieso war die Tür nicht gerade zu? Egal, nehme ich. Aber er hat keinen Bock mehr. Ich hoffe, er hat keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock. Die Scheiße. Er ist wieder da. Er ist einfach wieder da. Aber mir ist das egal. Ich habe keine was? Ich habe meine Haarklammern abgelegt zu Hause. Ins Gesicht, mein Freund. Jetzt wurde auch noch seine Bros. Hat er aus den Ghoulen jetzt Verbrannte gemacht? Jetzt hau doch mal ab! Ernsthaft? Ach Leute. Ich will einfach nur in Ruhe mit ihm kämpfen. Wenn ich schieße und gleichzeitig ziele, dann ist das seltsam. Muss den loswerden. Ja, das seit Ewigkeiten schon nicht so ein Stress in diesem Spiel, ne? Aber ich mache halt keinen Schaden. Keinen großen auf jeden Fall. Aber wenn ich eine Brandbestie erledige, Leute. Ich glaube, er buggt. Das ist meine Chance. Das war gruselig. Ach, deswegen hat er rumgespackt. Nee, es hat keinen anderen Sinn als... Ich habe meine schwarze Pulverpistole nicht mitgenommen, ne? Das ist natürlich mal wieder sehr intelligent von mir. Aber die Armbrust können wir jetzt mal wieder versuchen aufzurüsten. Ich habe ein Sturmgewehr dabei, ja.
Hä? Tue ich aber gar nicht. Glaube? Er weiß nicht, was er tun soll. Er ist in einer Position, wo er nicht rankommt. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Währenddessen baller ich noch ein bisschen drauf. Und wenn noch was passieren sollte, dann sehen wir uns bestimmt. Haut rein. Tschüss.